Heute werden wir besprechen, wie unsicher Deutschlands größtes Kreditinstitut für Sie als Kunde sein kann. Doch bevor wir ins Detail gehen, sollten Sie wissen, was genau ist eigentlich die Deutsche Bank? Gemessen an der Gesamtbilanzsumme und der Zahl der Mitarbeiter ist die Deutsche Bank das größte Kreditinstitut in Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt ist aber als weltweite Bank tätig, also nicht nur in Deutschland. Ihre wichtigsten Niederlassungen befinden sich in London, New York, Singapur, Hongkong und Sydney, Australien. Mit der Emission von Aktien, Anleihen und Zertifikaten legt die Bank ihren Schwerpunkt auf Investmentbanking. Die Deutsche Bank ist mit einem Marktanteil von rund 26% der größte Anbieter in Investmentfonds in Deutschland und operiert die Investitionen unter der Marke DWS Investments. Ratingagenturen und Experten stufen die Bank als systemrelevantes Finanzinstitut ein und führt sie seit 2011 auf seiner Liste der international systemrelevanten Institute. Damit unterliegt sie einer strengen Überwachung und einer höheren Eigenkapitalanforderung. Aufgrund der globalen Vernetzung der Deutschen Bank wird davon ausgegangen, dass sie im Falle eines Konkurses ein hohes Risiko für internationale Finanzmärkte darstellt. Und dann lesen wir plötzlich Schlagzeilen wie diese. Wieder eine Razzia bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Was war da bitte schon wieder los? Da sie bereits 1870 in Berlin gegründet wurde, nehmen viele von uns die Deutsche Bank heute als alteingesessenes, ehrwürdiges und seriöses Unternehmen wahr. Doch weit gefehlt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, da ist jede Menge Dreck im Getriebe. Mehrere Beamte der Bundespolizei, der Strafverfolgungsbehörden und der Finanzaufsichtsbehörden führten im April eine Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durch. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Frankfurt einen Durchsuchungsbefehl erlassen, weil der Verdacht bestand, dass Mitarbeiter der Deutschen Bank gegen das Geldwäschegesetz verstoßen haben könnten. Die Razzia wurde von der Deutschen Bank auch bestätigt. Kein gutes Zeichen. Grund waren Zahlungen eines gewissen Rifat al-Assad, ein militanter Onkel des berüchtigten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Der ansonsten ziemlich pfiffige Rifat stellte sich 2020 nicht ganz so pfiffig an und wurde in Frankreich wegen Geldwäsche zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Die aktuelle Razzia in Frankfurt war eine verspätete Reaktion auf eine Zahlung von Rifat al-Assad. Obwohl Assad kein Kunde der Deutschen Bank ist, hatte die Bank mindestens eine Zahlung in Assads Namen getätigt und auch im Namen eines Kreditgebers, bei dem Assad vor etwa 5 Jahren ein Konto hatte. Eine solche Art von Geldtransfer wird allgemein als Korrespondenzbankdienstleistung bezeichnet. Korrespondenzbankdienstleistungen. Nun, diese werden von der Deutschen Bank für andere Kreditgeber erbracht. Als Vermittler bei solchen Transaktionen ist die Deutsche Bank in einem solchen Fall für die Abwicklung von grenzüberschreitenden Geldüberweisungen zwischen den Banken zuständig. Was soll nun dieser ganze Korrespondenzbank-Unsinn? Werden Sie sich jetzt sicherlich fragen. So kriegt man Geld aus Israel in ein muslimisches Land überwiesen oder aus dem Iran in die USA oder jetzt vielleicht nach Russland oder sonst wohin. Sie verstehen schon. Zwinker, zwinker, ja. Ganz subtil, ja. Die Deutsche Bank entdeckte quasi die Geldwäsche erst, als sie ihre Daten auf Transaktionen im Zusammenhang mit Assad prüfte. Sie musste diese Prüfung vornehmen, nachdem er in Frankreich verhaftet wurde. Erst durch diese Verhaftung wurden die Banker vor der deutschen Anti-Geldwäschebehörde gezwungen, mit offenen Karten zu spielen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es diese Verhaftung nicht gegeben hatte. In den letzten Jahren wurde die Deutsche Bank von den Aufsichtsbehörden bereits mehrmals unter Druck gesetzt, weil sie es wiederholt versäumt hatte, angemessene Verfahren und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuführen. Zum Beispiel beim Skandal um die sogenannten Panama-Papiere im Jahr 2018.
Der ein oder andere wird sich vermutlich erinnern. Mutige Journalisten legten damals die vertraulichen Panama Papers offen. Den Dokumenten zufolge wurde ein von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama aufgebautes Netzwerk von Briefkastenfirmen für Politiker, Sportler, Milliardäre, Prominente und auch Kriminelle aus aller Welt dafür genutzt, damit diese in ihren Heimatländern Steuern hinterziehen können. Ganz unauffällig, ganz subtil. Aber welche Rolle hat die Deutsche Bank dabei gespielt? Damals gab es Gerüchte, dass die Deutsche Bank verschiedene Kunden bei der Gründung von Offshore-Firmen unterstützt habe. Nach einer einjährigen Untersuchung wurde die Deutsche Bank schließlich zu einer Geldstrafe von, Achtung, 15 Millionen Euro verurteilt, weil sie es wieder mal versäumt hatte, Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche rechtzeitig einzureichen oder überhaupt einzureichen. Brauchen Sie noch mehr Beispiele? Im November 2014 wurden durch die sogenannten Luxemburg-Leaks, ja, wieder mal neue Leaks, Steuervermeidungsmodelle der Deutschen Bank mit Immobiliengeschäften in Luxemburg bekannt. Wer hätte das gedacht? Ja, unglaublich. 2012 wurde bekannt, dass mehrere Banken jahrelang die wichtigen Referenzzinssätze LIBOR und Euribor zu ihrem Gunsten manipuliert haben, um Handelsgewinne zu erzielen. Es gab Indizien, dass die Deutsche Bank damit im Jahr 2008 alleine 500 Millionen Euro verdiente. Eine halbe Milliarde Euro. Die EU-Kommission verhängte 2013 Bußgelder in der Höhe von gesamt 1,7 Milliarden Euro. Mit 725 Millionen Euro entfiel der größte Teil der Bußgelder auf die Deutsche Bank. Die Liste der Verbrechen innerhalb der Deutschen Bank ist fast endlos. Ein Blick in Wikipedias Abteilung Riskante Hypotheken listet illegale Swap-Geschäfte auf, Zwangsvollstreckungen, Nahrungsmittelspekulation, überhöhte Bonuszahlungen, die Streichung kostenloser Girokonten und weitere Fälle von Steuerhinterziehung und Geldwäsche auf. Fazit: Ihr Vermögen ist auch bei Deutschlands größtem Kreditinstitut nicht sicher. Aber es gibt neben den Banken noch eine Menge weiterer Gefahren, die Ihr hart verdientes Geld massiv bedrohen. Wenn Sie wissen wollen, welche Gefahren noch auf Ihr Vermögen lauern und vor allem, wie Sie sich heute, jetzt dagegen schützen können, dann melden Sie sich doch einfach mal zur kostenfreien Online-Veranstaltung von Herrn Alexander Streeb an. Herr Streeb ist Finanzprofi und er zeigt Ihnen eine Lösung, die nichts mit Banken zu tun hat, nichts mit Immobilien, mit Aktien, Kunst oder Kryptowährungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat. Klicken Sie bitte dazu einfach auf den Link unter diesem Video. Melden Sie sich an und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahn. Die Stufe 2 der Vernichtung Ihres Vermögens hat begonnen. Die Inflation hat sich sprunghaft von 1 auf 5% erhöht. Der Anstieg ist eine Erhöhung um 400%. Was bedeutet das für Ihre Vermögenswerte? Angenommen, Sie haben 100.000 Euro auf Ihrem Konto. Bei 5% Inflation haben Sie nach 10 Jahren einen Kaufkraftverlust von 40.000 Euro. Sie verlieren also dadurch 40% Ihres Vermögens in nur 10 Jahren. Genau das tun Sie, wenn Sie Ihr Vermögen ungeschützt lassen. Mein Name ist Alexander Streeb. Ich bin seit über 35 Jahren Unternehmer, Mitbegründer der Vermögensverwaltung German Capital Management AG. 400%. Eine Situation, wie wir sie heute sehen, habe ich in meiner ganzen Karriere seit über 35 Jahren noch nie erlebt. Man greift Ihnen damit persönlich ganz, ganz tief in Ihre Taschen. Was, wenn sich diese Inflationsspirale immer weiter nach oben dreht? Was, wenn es 10% Inflation wären? Dann bleiben Ihnen von diesen 100.000 nur noch 38.000 Euro. Sie hätten also in 10 Jahren über 60% verloren. Man könnte diese Entwicklung als völlig unrealistisch einstufen. Allerdings schauen Sie einfach mal in die Türkei. Dort gibt es im Moment eine Inflation von 48%. Sie würden dabei jedes Jahr die Hälfte Ihres Vermögens verlieren. Und die Europäische Zentralbank hat in den letzten beiden Jahren 25% aller in Umlauf befindlichen Euros neu gedruckt. Dieses massive Gelddrucken verstärkt über kurz oder lang die Inflation immer weiter. Fakt ist auf jeden Fall, wir befinden uns dadurch an einem sehr gefährlichen Punkt, an dem sich entscheidet, ob diese Geldvernichtungsspirale sich weiter nach oben dreht oder ob sie sich vielleicht wieder stoppen lässt.
dieses Hyperinflationsgespenst ist nicht die einzige Gefahr für ihr Vermögen. Es gibt noch eine Menge weitere Gefahren, die ihre Vermögenswerte bereits jetzt massiv bedrohen. Wenn Sie wissen wollen, welche Gefahren noch auf Ihr Vermögen lauern und vor allem, wie Sie sich dagegen wehren, wie Sie sich dagegen schützen können, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter dem Video und wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.